Hi Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo, das jetzt eine Menge an Informationen beinhalten wird. Das mit den Livestreams am Sonntag ist erstmal vorbei. Zumindest bis ich weiß, was ich an den Tagen zocken soll. Ich habe im Moment überhaupt keine Idee, was ich da zeigen sollte. Und heute war ich auch einfach zu müde. Ich habe vergessen, meinen Wecker auszumachen und dann war ich schon um 7 Uhr auf den Beinen. Ich habe gestern in Deutschland geguckt und war noch bis 1 Uhr online. Oder 2 Uhr? Ich war auf jeden Fall hundemüde, ich konnte nicht. So, und ihr seht gerade Skydrift. Das ist ein ziemlich lustiges, actionreiches, kleines Spiel. Und auch darum geht's in meiner Info heute. Ich werde nämlich bald mal eine kleine Review zu diesem Spiel rauslassen. Und dann werdet ihr... Ja, es wird meine erste Review überhaupt sein. Ich weiß gar nicht großartig, was ich da vielleicht noch zu sagen soll. Ihr werdet sehen, wenn es fertig ist. Der Dampower-Rennen. Eine andere Sache ist, Jack and Dexter ist vorbei. Das Spiel hat mir so derbe Spaß gemacht, dass ich beschlossen habe, ey komm, machst den Death-Counter dazu. Auch das könnt ihr bald erwarten. Außerdem werde ich mich bald auf ein paar Projekte beschränken, die ich dann weitermache, bevor ich überhaupt was Neues anfange. Das Rennen, Rennen beginnt! Also erstmal Sonic 3 und Knuckles steht so gut wie vor dem Abschluss. Und, Arschloch. Wenn das vorbei ist, wird natürlich Sonic 4 Episode 1 folgen. Ist klar. So, Kingdom Hearts dauert eigentlich auch nicht mehr lange. Ich muss mir nur Zeit nehmen, Sora zu leveln und dann die Bosse machen. Die Secret Bosse machen den ganzen Kram einsammeln, den wir abgesprochen hatten. Warum habe ich Grafikfehler? Oh stimmt, ich habe die Kartenblättung ausgeschaltet. Ich habe die Kartenblättung hier ausgemacht. Reparatur! Zu spät. Arschloch! Nimm das! So. Damit war Kingdom Hearts auch schon abgehakt. Ja. Boah. Und dann habe ich noch Digimon World. Auch das ist bald zu Ende. Bei den Parts mit Make habe ich es ja angesprochen. Ich muss nur noch eine Handvoll Digimon einsammeln. In den Parts, die ich aufgenommen hatte, habe ich dann natürlich Nanimon voll vergessen. Habe ich total ausgeblendet. Und der kommt ja auch noch. Und, das sind dann also schon drei Projekte, die so ziemlich vom Abschluss stehen. Warum treffe ich nicht? So, wenn ich diese Projekte zu Ende geführt habe, wird nicht mehr viel kommen. Also ich werde nicht mehr so viele Projekte auf einmal haben. Zumal ich Mega Man inzwischen so weit nachgezockt habe, dass Rio und ich praktisch loslegen könnten. Nur Rio muss ja selber auch noch ein bisschen nachzocken. So, wenn Rio das getan hat, dann geht's mit Mega Man auch endlich weiter. Ich meine, wir haben schon 30 Parts. Wir sind noch nicht mal halb mit dem Spiel durch. Du bist jetzt. Yay, ich bin Erster. Fragt ihr nur wie lange. Ich hab den schnellsten Flieger. Naja, fast. So. Ich hab die Musik beim Spiel ausgemacht, stimmt ja. Oh, ich dachte wohl nicht dadurch, ja? Du bist jetzt Erster! Sag das nicht, wenn ich Zweiter bin. Ja! Holy shit! Na. Oh, der Wichser hat sich einen Schutzschild geholt. Barrel! Haha!
Stirb! Bitrix, stirb! So ist gut. Du bist auf dem ersten Platz. Schön zu wissen. Oh, unten durch. Es gibt Punkte. Ja. Nix da. Erst Barrel holen, das funktioniert hier nicht ganz so gut. Das läuft dann eher spontan ab. Ich habe gleich zwei abgeknallt. Mit einer Mine. Schlecht. Schlecht. Es läuft immer noch eine Runde. Ich habe sie schon wieder auf den Fersen. Das ist die letzte. Nett, dass du das sagst. Also, ich führe diese Runde noch zu Ende. Vielleicht gewinne ich das Rennen dann ja auch endlich mal. Ich hänge da schon seit Wochen an dieser Etappe. Also, ich habe mir für die nächste Zeit noch vorgenommen, von Projekten, die ab jetzt kommen, dass ich mir einen Death-Counter mache. Wah! Fuck. Ja, der ist schon schön. Jetzt aber nicht mehr. Nee. Manuel zerstört! Yeah! Und super tolle große Mine abgelassen. Ah! Ungelenkes Flugzeug. Aber das ist schnell. Ah. Boah. Ich hasse diese Kurve. Ah, respawn. Danke. Kitty. Cat. Pussy. Cat. Tote. Cat. In Führung, nicht, dass du mir das so oft sagst, dann weiß ich, dass ich dauernd überholt werde. Ich hatte erst vor, Skydrift zu LP'en, aber ich habe mir überlegt, weil das Spiel so kurz ist und weil es nur eine Arcade ist, lässt du das mit dem LP'en und dann machst du einfach eine Review davon. Ich meine, ich wollte sowieso schon mal den Gaming Clubs beitreten, aber ich habe keine Idee, was ich dafür reviewen sollte. Und ich habe gesehen, die haben Skydrift noch gar nicht reviewed. Da dachte ich mir, hey, das wäre doch was. Das wäre ein schöner Ansatz, das haben die noch nicht reviewed. Und das ist eigentlich ein relativ geiles Spiel, wo nur ein paar Kleinigkeiten fehlen. Und ich bin der Sieger, verdammt doch mal! Du bist der Sieger! Ja! Das passiert, wenn ich aufnehme. Wenn ich nicht aufnehme, habe ich dauernd verloren. Ich habe 14 Leute abgeschossen. Wurde 6-mal selber zerstört. Wodurch auch immer. Ich habe 2 Power-Ups verbrannt. Wann? Und 96 Sekunden lang habe ich geboostet. Wow. Yeah. Oh, und Speedrun. Das zeige ich auch noch. Aber ich nehme ein gelenkigeres Flugzeug dafür. Mal sehen, wen haben wir denn? Wen haben wir? Nee, nicht Panther. Warte mal, ist genau wie. Ne, nicht ganz, er hat ein bisschen mehr Rüstung. Das zeige ich euch auch noch. Die Speedrennen, die sind der Hammer. Wenn man es kann. Wobei, guckt euch mal die Umgebung an hier. Das erinnert mich irgendwie an Wave Ocean aus Sonic 06. Aus Sonic 2006. Gut, hier gibt's keine Waffen, hier gibt's nur Ringe. Ringe! Und die machen einen flott. Ich habe mal eben den Flieger mit dem besten Boost im ganzen Spiel. Hier gilt es eigentlich nur den schnellsten Weg zu finden. Und gib Gummi. Stopp. Lass mich jetzt erstmal alle überholen. Mach rein gar nichts. Vollkommen unwichtig. Aber ich kann mich hier nicht reparieren, weil es hier keine Power-Ups gibt. Na, das hätte ich wohl gern. Es gibt ja sogar eine Strecke. Da fliegt er über Lava. Überschallknall mit so einem Flieger. No! Fuck. Wow. Nee, Wrax ist keine einfache Strecke. Ja. What the? Was gut ist, die Computerspiele gehen auch dauernd kaputt.
Ja. Und. Im Gegensatz zu den Sonic-Spielen ist das ja wirklich eins, wo man so schnell wird, dass man sich hier kaum kontrollieren kann. Wer sich beschwert, dass man bei Sonic-Spielen, bei neueren, wegen dem Boost sich kaum lenken kann, da sollte es mal mit Sidestep und Drift probieren. Boah, ich hab eine Review von so einem Typen gesehen, der hat sich über alles beschwert. Das war so ein Typ, der konnte nur Englisch. Aber was der alles zu beschweren hatte. Das war der Hammer. Der hat sich über jede Kleinigkeit beschwert. Über alles Mögliche. Ein paar Sachen waren richtig, aber wirklich nur ein paar. Beginn der letzten Runde. Ich habe nur gedacht, den beleidigst du gleich, wenn das so weitergeht. Aber dann habe ich es doch gelassen. Ist vielleicht auch besser so. Wobei, wo wir schon mal im Ragen sind, ist ja ein schönes Infovideo dafür. Leute, wenn ihr euch streitet, dann macht das bitte nicht unter meinen Videos. Ich habe zuletzt schon wieder zwei Jungs gesagt, die sollen sich woanders streiten, nicht unter meinen Videos, lieber über PN oder so etwas. Ich will so ein Gestreit und Gezanke unter meinen Videos nicht stehen haben. Ich möchte, dass ihr wenigstens halbwegs beim Inhalt des Videos bleibt. Ja, halbwegs reicht schon aus. Du bist auf den zu wissen, das mit so einem alten Vogel. Na. Der geht aber echt schnell in Messerstellung. Nein! Okay, ich bin dritter, ich sollte aufhören. Gut, das war's dann mit dem Infovideo. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.